Hi, mein Name ist Christian. Ich bin einer der Geschäftsführer und Gründer von Smart Pricer. Wir kommen aus der Airline-Branche, haben für Lufthansa, Eurowings, alles gearbeitet, was über den deutschen Himmel fliegt. Und beschäftigen uns seit 5 Jahren mit dem Thema Preisoptimierung. Jetzt nicht nur für Fluggesellschaften, sondern auch für Opernhäuser, Theater, Sportvereine, Kinos und Skigebiete. Und ich möchte euch heute mal zeigen, drei Wege, die euch dabei helfen können, eure Besucherströme besser zu verteilen. Kommen wir direkt zum Problem. Was ist das Problem? Ihr kennt das wahrscheinlich. Oft ist es so, dass Besucher sehr ungleichmäßig über eine Saison oder über das Jahr hinweg verteilt sind. Hier haben wir ein Beispiel von der Bergbahn im Dezember, Januar. Da werden die Leute der Bergbahn gerade in den Weihnachtsferien und Neujahr, rennen die Bergbahn quasi die Türen ein. Dann gibt es im Januar ein Loch, wo relativ wenig los ist, und im Februar ist nochmal Ferienzeit, da ist rappelvoll auf dem Berg. Dann zweite Dimension ist die Woche. Auch der Klassiker, unter der Woche ist wenig los, am Wochenende wird es mehr. Hängt so ein bisschen davon ab natürlich, was ich für Kunden habe. Bei manchen ist es so, dass das Wochenende voll ist, bei anderen ist eher unter der Woche viel los. Die Verteilung je nach Wochentag ist nicht gleichmäßig. Und dann noch die Verteilung innerhalb des Tages. Auch hier sieht man super oft bei Bergbahnen, bei Museen, dass es eigentlich so zwei Spitzen gibt. Die eine Spitze ist mitten am Vormittag, die andere Spitze ist am Nachmittag. Und ganz früh ist wenig los, mitten am Tag ist wenig los und am späteren Nachmittag flaut es dann auch ab. Was kann ich also tun? Hier sind die drei Sachen, die wir gelernt haben in jetzt mehr als 50 Projekten mit dem Friedrichstadtpalast, FC Bayern München, Zermatt, Bergbahn. Für all die haben wir gearbeitet und wir sehen eigentlich drei Sachen, die sie tun. Die erste Sache ist natürlich, dass ich neue Produkte kreiere, neue Erfahrungen kreiere. Die zu diesen Randzeiten stattfinden. Ja, also Beispiel, ich organisiere ein Festival, ja, in meiner Off-Peak-Zeit und hole so als Bergbahn Leute auf den Berg. Oder ich bin ein Museum, ich lade mir einen DJ ein, der am späten Nachmittag oder Abend auflegt. Auf einmal habe ich mehr Besucher. Klassiker. Dann das zweite, was wir sehen, sind Zeitfenster-Tickets. Viele Museen, viele Bergbahnen machen so, dass sie bisher Tageskarten verkaufen. Was man machen kann und was gerade in der Post-Corona-Zeit sehr populär ist, ist es, statt ein Tagesticket ein Zeitfenster-Ticket zu verkaufen, was dann eben nur noch von 8 bis 10 oder 10 bis 12 oder von 12 bis 14 Uhr gültig ist. Damit kann ich zu meinen Spitzenzeiten ausverkauft sein und habe aber noch weiter freie Tickets zu meinen Randzeiten, gleichmäßiger Besucherfluss. Und die dritte Sache, die ich tun kann, ist, da wo wir uns am besten auskennen, das ist das Thema Pricing. Das heißt, ich kann eben auch mein Pricing an die Besucherströme stärker anpassen. Da gibt es jetzt zwei Spielformen. Das eine ist statisch, das andere ist dynamisch. Ich gehe jetzt mal auf die statische ein, weil die einfacher ist und weil ihr die im System schnell umsetzen könnt, selber auch umsetzen könnt. Wie sieht das aus? Beispiel, wenn das mein Besucherverlauf in der Saison ist, haben ganz viele heute einen Preis. Ja. Wenn ich jetzt das Beispiel eines Museums nehme, 15 Euro kostet hier das Tagesticket heute und über die Woche hinweg kostet unser Tagesticket auch 15 Euro und über den Tag hinweg kostet unser Ticket auch 15 Euro, egal wann ich komme. So, kann man natürlich fragen, warum? Warum passt man den Preis nicht an die Nachfrage? Und wie kann das aussehen? Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich dann eben zur Nebensaison, zu Randzeiten, dass ich da meinen Preis senke von 15 auf 10 Euro, dafür aber zu Spitzenzeiten nicht 15, sondern 18 Euro nehme. Und so kann ich jetzt zum Beispiel drei Saisonzeiten schaffen: die Nebensaison, die Shoulder Season, also die Mittelsaison und die Peak Season. Und dass ich dann eben immer zwischen diesen drei Preisniveaus hin und her springe, entweder 10 oder 15 oder 18. Was ihr hier auch seht, ist, wir haben eine stärkere Preisreduktion, als wir eine Preiserhöhung haben. Wir gehen also hier um 5 Euro runter, aber nur 3 rauf. Warum? Psychologisch sehr gut zu kommunizieren an die Kunden und
Dennoch kann ich dadurch mehr Umsatz machen, weil ich eben gerade in den starken Phasen, wo ich viel verkaufe, 18 Euro nehme und nicht 15 wie bisher. Wie kann das unter der Woche aussehen? Unter der Woche kann es eben so aussehen, dass ich während der Woche weniger nehme, dafür am Wochenende mehr nehme. Ja, das könnten eben zum Beispiel auch hier wieder 10 Euro und 18 Euro sein. Und im Tagesverlauf, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, ähnlicher Verlauf. Günstiger zu den Randzeiten, ein mittleres Preisniveau zu den mittleren Zeiten und einen höheren Preis, da wo viel los ist. Ja. Und auch hier kann ich wieder drei Preisniveaus bauen, zwischen denen ich dann schwanke. Das waren unsere Tipps, wie man mithilfe von verschiedenen Maßnahmen, eine davon eben das Pricing, Besucherströme besser steuern kann. Wenn ihr möchtet, fangt sofort an, setzt das um. Wenn ihr dazu Fragen habt oder ein bisschen mehr Expertise mit dem Rennen haben möchtet, dann schreibt mir eine Mail oder ruft uns an christian@smart-pricer.com. christian@smart-pricer.com. Wir können gern ein erstes Gespräch mit euch führen, um eure Situation zu verstehen, eure Kunden zu verstehen, welche Strategie ihr habt und dann darüber sprechen, was macht am meisten Sinn, ja? Welche Preisniveaus, wie viele Stufen werden eingezogen. Und wie könnte ein zukünftiges Pricing aussehen, was zu eurer Situation, was zu eurer Strategie passt. Ich hoffe, das hat euch geholfen und wir freuen uns, von euch zu hören.